Willkommen zurück, Freunde des gepflegten Skisports. Ein Schützenkollege hat letztens die Frage gehabt, warum man beim Timing-Kontrolle jede Kammer testen soll im Double Single Action. Ja? Weil er hat geglaubt, dass wenn man einen Test gemacht hat, dass es für alle Kammern gilt. Ja? Der Grund dafür ist folgendes. So. Machen wir es anders. Man hat hier drinnen ja the hand, also die Hand oder das Metallstift, der die Trommel weiter dreht. Ja. In der Theorie, wenn hier das Fensterchen hier eng genug ist, geht er immer, hat das keinen Spielraum und er macht immer das Gleiche von der Bewegung her. Und noch also alles ist ident. Ja. Das heißt, wo kann sich noch was ändern, dass das Timing bei jeder Kammer anders sein kann. Das ist auf dieser Seite, das ist der Ratchet. Dieser hier. Und, so anders greifen, Entschuldigung. Was die Hand macht, ist, die greift jedes Mal hier drunter und drückt es hoch, damit die nächste Kammer dran kommt. Dann drückt sie wieder hoch. Und drückt hier beim nächsten wieder hoch. Wenn hier falsch geschliffen wird oder gefeilt wird, sei es beim Büchsenmacher, sei es selber, sei es aus der Fabrik, dann kann es natürlich hier sein, dass, sagen wir mal, hier mehr Metall weggenommen wurde als hier, dass natürlich die Timing von dieser Kammer anders ist als hier. Ja? Aus dem Grund muss man jede Kammer oder eigentlich jeden Ratchet hier einzeln testen für das Timing. Das ist auch der Grund, warum man gerade hier das Timing von jeder Trommel einzeln justieren kann. Empfehle ich aber nicht selber machen, weil das ist schon, also da braucht man sehr viel Erfahrung und sehr viel Wissen. Das bitte ein Büchsenmacher machen lassen. Ja. Ja, wie immer bei Fragen, Verbesserungsvorschläge, Ideen, einfach Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.